Mit Computerprogrammen können wir Entscheidungen und Prozesse automatisieren. Dabei helfen uns die sogenannten bedingten Verzweigungen. Diese Verzweigungen koppeln wir an logische Ausdrücke und können so zwischen unterschiedlichen Werten auswählen. Wie nutzen wir bedingte Verzweigungen für automatische Entscheidungen? Excels Wenn-Funktion ist dabei unser Werkzeug der Wahl. Die Funktion hat drei Parameter. Der erste Parameter ist ein logischer Ausdruck. Der zweite Parameter ist der Ausgabewert, falls der logische Ausdruck wahr ergibt. Und der dritte Parameter ist der Ausgabewert, falls der logische Ausdruck falsch ergibt. Das verdeutlichen wir uns mit Hilfe eines einfachen Beispiels. Wir haben hier eine Liste mit Werten in verschiedenen Kategorien. Leider fehlen in manchen Zeilen die Kategorieneinträge. Diese Fälle wollen wir in die Kategorie Sonstiges sortieren und alle anderen Einträge in ihrer Kategorie belassen. Dazu schreiben wir in einer neuen Spalte die Formel ist gleich, wenn, Klammer auf, ist leer, Klammer auf A2, Klammer zu, Semikolon, Anführungszeichen, Sonstiges, Anführungszeichen, Semikolon, A2, Klammer zu. Diese Formel füllen wir für alle Datensätze aus. Jetzt haben wir eine vollständige Kategorienliste. Die können wir für Pivot-Tabellen oder Visualisierungen verwenden. Aber was passiert hier eigentlich? Immer wenn wir die Wenn-Funktion in Excel verwenden, wertet Excel den ersten Parameter als logischen Ausdruck aus. Ergibt dieser Ausdruck den Wert wahr, dann wird immer der zweite Parameter zurückgegeben. Ergibt der Ausdruck falsch, dann gibt die Wenn-Funktion immer den dritten Parameter zurück. Schauen wir uns diese Funktionsweise im Detail an. In der Zelle A3 steht ein Wert. Der logische Ausdruck ist leer von A3 erkennt, dass die Zelle A3 nicht leer ist und gibt deshalb den Wahrheitswert falsch zurück. Für den Wert falsch ist das Ergebnis der Wenn-Funktion immer der dritte Parameter. Weil wir einfach die Adresse A3 als dritten Parameter an die Wenn-Funktion übergeben haben, erhalten wir jetzt den Wert dieser Zelle als Ergebnis. Betrachten wir nun die Zelle A4. Diese Zelle hat keinen Wert. Der logische Ausdruck ist leer von A4 erkennt die leere Zelle und gibt deshalb den Wert wahr zurück. Die Wenn-Funktion wählt also den zweiten Parameter aus und wir erhalten als Ergebnis den Wert Sonstiges. Weil die Wenn-Funktion jeweils ein Ergebnis für die beiden möglichen Varianten logischer Ausdrücke zurückgibt, können wir so verschiedene Fälle in einen Ergebniswert zusammenführen. Dieses Ergebnis können wir dann in anderen Operationen weiterverarbeiten. Die Wenn-Funktion sieht unspektakulär aus, aber wir können damit schon interessante kleine Programme in Excel schreiben. Das veranschaulichen wir uns an einem komplexeren Beispiel. Wir schreiben dazu einen sogenannten Tokenizer, der Wörter aus einem Text extrahiert. Tokenizer werden eingesetzt, wenn unstrukturierte oder komplexe Daten für die Analyse vorbereitet werden müssen. Zum Beispiel, wenn Sie Interviews analysieren möchten. Wie funktioniert ein Tokenizer? Ein Tokenizer extrahiert das erste Wort einer Zeichenkette, speichert es an einer Adresse und löscht es dann aus der ursprünglichen Zeichenkette. Diese Schritte werden so lange fortgesetzt, bis die Zeichenkette leer ist. In Zelle A1 habe ich einen kurzen Text mit 250 Zeichen vorbereitet. Ich habe die Zeichenkette bereits gereinigt und Satzzeichen entfernt. In die Zeile 3 schreibe ich die Spaltentitel für unseren Tokenizer. Spalte 1 nenne ich Rest, Spalte 2 nenne ich Länge, Spalte 3 nenne ich Leerzeichenposition, Spalte 4 nenne ich Wort. Wir wollen, dass alle Wörter im Text in der Wortspalte stehen. Wir initialisieren unseren Tokenizer in der Zelle A4 mit der Formel ist gleich A1. Jetzt erinnern wir uns, dass wir die Länge der Zeichenkette brauchen, wenn wir den rechten Rest der Zeichenkette erhalten möchten. Dazu schreiben wir in die Zelle B4 ist gleich Länge von A4. Dann suchen wir das nächste Leerzeichen in der Zeichenkette mit der Operation ist gleich finden von Anführungszeichen, Leerzeichen, Anführungszeichen, Semikolon A4.
Mit diesen Werten können wir das erste Wort aus unserer Zeichenkette extrahieren. Das machen wir mit ist gleich links, Klammer auf, A4, Semikolon, C4, minus 1, Klammer zu. Für den nächsten Schritt wollen wir dieses Wort nicht mehr berücksichtigen und deshalb löschen wir es in der Zelle A5 aus der Zeichenkette. Die Operation dafür ist gleich rechts, Klammer auf, A4, Semikolon, B4, minus C4, Klammer zu. Jetzt erweitern wir die drei Operationen aus der ersten Zeile auf die zweite Zeile unseres Tokenizers. Im zweiten Schritt erweitern wir alle Operationen der zweiten Zeile für die nächsten 50 Zeilen. Wir sehen jetzt, dass die letzten Zeilen hässliche Fehler enthalten. Außerdem steht das letzte Wort nicht in der Wortspalte. Woran liegt das? Wir sehen, dass der erste Fehler in der Spalte Leerzeichenposition steht. Das ist unsere Operation, die das nächste Leerzeichen findet. Das Problem am Ende des Texts ist aber, dass nur noch das letzte Wort, aber kein Leerzeichen in unserer Zeichenkette steht. Deshalb kann unsere Operation auch keines finden und gibt einen Fehler zurück. Dieser Fehler ist also in Ordnung, weil damit das Ende unserer Zeichenkette markiert wird. Jetzt schauen wir uns die nächste Zelle mit einem Fehler an. Die Zelle D37 sollte eigentlich das letzte Wort enthalten. Das Problem ist aber, dass die Rechnung C37-1 einen Fehler zurückgibt, sodass die Linksfunktion ebenfalls einen Fehler ausgibt. Das können wir einfach mit einer Wenn-Funktion absichern. Wir schreiben also vor die Linksfunktion, wenn, Klammer auf, ist Zahl, Klammer auf, C37, Klammer zu, Semikolon. Passen Sie auf, denn die Formel ist noch nicht vollständig. Wenn in Zelle 37 keine Zahl steht, steht offensichtlich nur noch ein Wort in der Restspalte. Als dritten Parameter geben wir deshalb die Adresse A37 ein und schreiben ans Ende der Formel Semikolon A37, Klammer zu. Jetzt steht das letzte Wort korrekt in der Wortspalte. Wir sind aber immer noch nicht ganz fertig. Wir kümmern uns jetzt um die Adresse A38. In der Rechtsfunktion haben wir das gleiche Problem, denn an der Adresse C37 ist ja der Fehler. Diese Operation sichern wir ebenfalls mit einer Wenn-Funktion. Wir schreiben vor unsere Rechtsoperation, wenn, Klammer auf, ist Zahl, Klammer auf, C37, Klammer zu, Semikolon. Wenn in C37 keine Zahl steht, dann wollen wir das letzte Wort aus der Zeichenkette löschen. Anstatt einer komplizierten Operation nutzen wir aus, dass wir das Ergebnis dieser speziellen Operation schon kennen. Wenn wir das letzte Wort aus unserer Zeichenkette löschen, ist das Ergebnis immer die leere Zeichenkette. Wir schreiben deshalb ans Ende der Formel Semikolon, Anführungszeichen, Anführungszeichen, Klammer zu. Beachten Sie, dass zwischen den Anführungszeichen kein anderes Symbol stehen darf. Zum Abschluss erweitern wir unsere neuen Operationen für alle Zeilen außer der ersten Zeile unseres Tokenizers. Jetzt können wir die Worte von beliebigen kurzen Texten extrahieren. Um unseren Tokenizer zu programmieren, haben wir zwei Wenn-Operationen benötigt, damit unser Programm am Ende der Zeichenkette immer noch die richtigen Daten liefert. Solche Entscheidungen werden als Abbruchbedingungen bezeichnet. Solche Bedingungen sind immer dann besonders wichtig, wenn wir mit unseren Algorithmen Datenlisten oder Daten bearbeiten, die keine besondere Struktur haben. Mit Abbruchbedingungen stellen wir sicher, dass wir nicht Werte erzeugen, die es nicht geben sollte oder unnötige und womöglich unsinnige Operationen ausführen. Sie erkennen den Bedarf für eine Abbruchbedingung immer dann, wenn Sie Ihren Algorithmus mit den Worten wie solange bis oder für alle beschreiben. Solche Abbruchbedingungen kontrollieren wir in der Regel mit der Wenn-Funktion.
Wenden Sie die Wenn-Funktion immer dann an, wenn Sie zwischen verschiedenen Werten auswählen müssen und Sie Ihre Entscheidung als logischen Ausdruck formulieren können. In unserem Tokenizer-Beispiel haben wir mit den Abbruchbedingungen das richtige Ergebnis erreicht. In der Spalte Leerzeichenposition stehen in den Zeilen unter unserem letzten Wort aber immer noch hässliche Fehler. Überlegen Sie sich, wie Sie mit der Wenn-Funktion diese Fehler unterdrücken können, ohne die Funktionsweise der Abbruchbedingungen zu beeinflussen. Begründen Sie Ihre Lösung unten in den Kommentaren.